Mahlzeit, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit dem Asraltar, der hier so vor mir schon auf die Knie gefallen ist. Oh, Und hast du jetzt überinterpretiert, glaube ich. na gut. Aber Und ich habe der Zombie-Frau unter den Rock geguckt. Zombie-Frau, ach, das ist nicht die Frau Pommes Gabel, ich hätte es Nein, gedacht. möchtest du ein paar in den Kopf haben? Nee, danke. Wir können uns nicht in den Kopf schießen, wir sind Freunde. Ich kann ihn Schade. aber aus meiner Freundesliste entfernen. Oh Mist. Jetzt entferne ihn doch nicht nur, um ihm in den Kopf zu schießen. Ich habe ein Ei gefunden, ich Komm, das verliere es würdest nicht auch. du auch Wieso liebend kannst du gerne sowas? tun. Nein, ich. Ich kenne dich doch. Ich habe jetzt zwei Eier, ich mache sowas nicht mehr. Das wäre Hast du jetzt auch jetzt komisch, kürzlich, wenn du weniger hättest. hast du die nicht Oder schon mehr. länger irgendwie, oder? Bei mir. Anderweitig beeilt bin ich Achso. jetzt. Ja, das ist ein einige Zwillinge. Wieso? Ich habe doch allein schon zwei. So, ich crafte uns übrigens mal drei Vorteil! Jacken. Wirklich so als Geburtsfehler eineiige Zwillinge? Oh, was für eine gute Idee das ist. Herrlich. Hallöchen, ich habe endlich Ganz mal. ach, da sind sie alle. So, Ja. das ist ja sehr schön. Dann, Hier sind noch viel zu viele gelbe Blumen. Ihr seid nachlässig. dann hier, ich werfe euch mal Nachlässig, ja. Das sind. eine Jacke hier hin. Warum kann ich die nicht wegwerfen? Also, ich habe schon Jetzt eine so. Hose an, ne? Ich laufe nur oben ohne rum. So, ich habe zwei Jacken da hingelegt, die könnt ihr euch gerne anziehen. Ich So, wollte und eigentlich ich nur zieh. eine einsammeln, aber naja. Und Chest da. Ich finde es ja immer noch schade, dass man die nicht. Dass man die nicht zieht, ja. Ja. Ich schmeiß die andere wieder hier hin, das heißt. Na, wo? Da. Nein, wo darf ich es denn hinschmeißen? Da. Wenn der Hazard jetzt noch einmal den Staubsauger anschmeißen würde, dann hätte er ja gleich eine Jacke im Inventar. Staubsauger. Schön. Oh cool, ich habe eine Cloth Jacket. Die ziehe ich mir doch übers Gesicht. Ja, die habe ich Mund geklöppelt von mir. Die gleiche habe ich Oh. auch. Ist die Frage, wem sie besser steht. Sag jetzt So, nichts ich mach mal. Falsches. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Das ist ein Okay. ganz, ganz wichtiger Punkt, den Leute immer wieder vergessen. Ich habe überhaupt nichts gesagt hier. Ich habe hier auch nichts zu sagen. Ja. Dann haben wir uns ja endlich gefunden. Ich glaube, ich laufe schon wieder weg. Ich habe nichts zu sagen. Ja, dann haben wir uns gefunden. So. Wann ist die Und. Hochzeit? Kann ich denn. Was? Hallo Zombie, möchtest du sterben? Ja, ne? Nacht wird übrigens ziemlich unspektakulär, glaube ich. Meinst du? Also die erste, wenn man noch nichts hat, was man drin machen kann. Ja. Ich mache jetzt gerade mal Wood Frames. Brauchst du noch Wood? Ich habe noch 9 Wood. Ist nicht viel. I need some wood. Ich sollte mir Ich mache vielleicht uns meine schon Axt mal machen. ein Campfire, ne? Ich habe ein bisschen weiter links steht schon eins. Ach, da steht schon eins. Ist egal, ich mache noch eins. Ja, ist ja. Gibt es ja So, nur jetzt mal muss ich aber Steine, wir sind erstmal da mehr, noch ne? 300 Bretter machen. Ich mache mir jetzt erstmal eine Axt, damit ich auch ein bisschen Bäumchen fällen kann. Le Bäumchen. Hier ist das Ding. Axt, ne? Acht Woodframes Kann ich sind denn da auch einfach. gleich eine machen? Ja, aber ich baue uns dann gleich auch noch mal eine Forge. Niemals. Hat Also jetzt ein. wir gehen hier schon sehr effektiv ran auch, ne? Für die zweite Folge. Wir sind sehr organisiert, wir haben uns gefunden. Ja, dafür, Wir dass haben ich schon keine Essen. Ahnung von dem Spiel habe, so richtig. Ja, ey, super. Ich verweise mich auch Das immer noch nicht, wie wird. man Forged Iron macht. Daran hat es bei mir immer gehapert. Ich Aber konnte. ganz ehrlich, das wird hier eine richtig harte Survivor-Kiste. Also wir werden, glaube ich, eine kleine Kommune gründen. Ja, ein bisschen. Oh, die Kommune 1 und dann laufen wir alle nackt durch die. Ich möchte bitte der Governor genannt werden. Nein, du möchtest Der du nicht. Gabelner, Der was? Gabelner. Der Gabelner, ja, der Gabelner. Oh, und dann feiern wir Halloween und sagen immer Gabbel, Gabbel und so. Und Gabbel, 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 Gamelia, oder wie war das? nein, das ist doch Gobble, Gobble, das sagt man Ach doch so. immer am Truthahntag. Ja, kenne ich noch von Asterix und Obelix. Hat einer von euch Asterix und Obelix bei den Pikten gelesen? Nein. Ich glaube Ist nicht. ja der Neue, der jetzt ohne Uderzo, glaube ich, ist. Und kommen die Römer einfach, kommen nach Schottland, ja, und die Pikten sitzen da rum auf ihrem Feld, rauchen Pfeife und hüten ihre Schafe. Und er guckt so einen alten Pikten an und sagt: Dieses Symbol da auf dem Stein, was ist das? Ja, das zeigt uns den Weg zu anderen Clans. Wir nennen es Piktogramm. Und pafft an seiner Pfeife. Großartig. Also, und das ganze Heft ist voll mit solchen Karlauern. Ja, sollte Sehe man schon, vielleicht das mal reinschauen. begeistert nur mich. Ich Ne, war gerade. Piktogramm ist ein guter Wortwitz, ja, doch. Das erinnert mich an der Ist? Schule, wo wir in der Schule Ich gelernt hatte haben, was nur gerade Piktogramme sind. Schokolade im Mund, Hör mal, deswegen. 5, 5, 8. Nicht 11, sondern 10.
20. Das hört sich irgendwie an wie ein Kinderlied. Ja, was, 45. Was zählst du da, wenn ich fragen darf? 3 mal 3 macht 6, wieder und 3 macht 9. Ich schieße daneben und sollte nicht singen. Wie viele Woodframes ich machen muss, um ein 3x3-Areal quasi. Verzeihung, in einer begehbaren Höhe einzuzäunen. Alter, dieser Fettsack fällt auch nicht um, ne? Quasi, nee, den musst du auch direkt in den Kopf schießen. Ja, hab ich, glaube ich, 2-mal getan. Ja, dann sollte der umfallen. Also ich, nein, jetzt ist der scheiß Hirsch gespawnt! Wie viele Woodframes ich machen muss, craftet der weiter, wenn ich das Inventar zumache? Yep. Ja. Und du musst großartig. Nicht langsamer gehen, das ist so schön. Und jetzt ist dieser scheiß Hirsch gespawnt. Dann fäll ich jetzt nämlich hier noch ein paar Bäume, weil ich nicht genug Holz habe für das, was ich vorhab. Die Dinger, die spawnen zu schnell. Wir brauchen einen Cooking Pot übrigens, damit wir Wasser abkochen können. Ja, das stimmt. Geht das nicht auch einfach so im Campfire? Nee, ne? Nein, du musst einen Cooking Pot dazu stellen. Ein Cooking Pot. Da muss ein Pot dazu. Ach so, du musst ordentlich Pot dazu, damit du Wasser wieder reinkriegst. Dazu bräuchte mehr Metall, ne? Das müssen wir mal gucken. Oh, meine Axt ist gecraftet. Hat jemand von euch eigentlich was zu essen? Ich habe 3-mal Hirsch. Ich wollte ja eigentlich noch mehr Hirsch haben, aber dann ist leider der Hirsch despawned. Ach, Hirsch, okay. Ich habe jetzt Hirn verstanden. Ja, Hirn habe ich auch. Hast du den Hirsch noch mit? Nein, ne? Nein, ich kam nicht zum Looten. Also ich habe jetzt noch 3 im Inventar. Oh, also gut. Wenn ihr möchtet, ich kann noch, ich habe noch, ich bin brauche nur was zu trinken. Ich habe was zu trinken. Nee, und ich sammle dann. Du hast rohes Fleisch in der Tasche? Nein, gekochtes Fleisch. Achso, okay, gut. Aber einfach so und nicht eingepackt und nix? Nein. Gut, du schläfst woanders. Ich glaube, das ist bis zum Schlafen aufgegessen. Ah. Meinst du? Ich glaube das schon. Das stinkt. Hast du was dagegen, dass ich stinke? Wie war das? Nimm ich jetzt auch, wenn ich stinke? Kennt das noch jemand? Mief. Ja. Aber die Doofen, die waren musikalisch echt super. Also, und die Texte waren auch ganz lustig, ja. Ich wollte gerade sagen, also für mich hatten die Doofen eigentlich gewonnen nach, wir basteln uns ein Herz aus Pommesche, oder wie war das? Nee, ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülse, oder? Ja, stimmt, genau. Ist denn nicht noch ich irgendwas, das immer was so ein bisschen, kann? Ich habe das immer so ein bisschen als Herbert Grönemeyer-Parodie gesehen. Ich weiß nicht mal, warum. Bei Schweinskopfsülze und Lakritze sind so die zwei Sachen, mit denen du mich echt jagen kannst. Also ich ja, Schweinskopfsülze mag ich auch nicht. Also da kriegst du mich auch mit weg. Da kriegst du mich schon beim Namen, laufe ich schon. Und Lakritze ist auch nicht mein Fall. Warte mal, 25, 8, 8, ne, sind 41. Dann habe ich jetzt schon viel zu viele gemacht. Stopp. Bleib raus. Doch stehen, du Schwein. Bäh. Ist genau richtig jetzt. So. Sehr schön. Das ist toll. Ja, jetzt bauen wir uns. Ich baue jetzt einfach mal so einen kleinen Unterstellbunker hier anderes, auf diese freie Fläche. So, willkommen bei Schöner Wohnen Steine. Mit Tine Asralta. Tine Asralta? Ja. Asralta Wittler? Nee. Wieso nicht Asraltine? Entschuldigung, so schnell, also... Oh Gott, wo bin ich hier nur reingelaufen? Okay, also ich vermute mal, wir werden hier unser... Nein, ich hab keine... Ja, ich werde einfach jetzt mal hier irgendwie so ein bisschen was hinziehen. Das geht eigentlich hauptsächlich auch darum, dass wir für die Nacht irgendwas haben, ne? Jo, dann mach das. Ich lauf mal ein bisschen, ne? Wir brauchen aber noch ein bisschen Metall, ne? Oder sowas. Ich muss gleich mal, also wenn ich hier aus dem... Kacke. Ah, da. Ne, Metall. Kacke brauchen wir nicht. Kacke braucht man eher in Don't Starve. Naja, wir könnten auch die Zombies mit Kacke abschmeißen. Oder uns mit Kacke einreimen und hoffen, dass die Zombies uns dadurch nicht riechen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Hast du es ausprobiert? Nein. Das würde jetzt nicht unbedingt für dich sprechen. Ja, apropos Kacke, ne? Weiß nicht, nachdem du das länger nicht mehr gespielt hast, man kann jetzt im Spiel auch Durchfall bekommen. Echt? Ja, und dann dehydriert man recht schnell. Wahrscheinlich stinkt man. Es sei denn, du trinkst Tee. Ja. Gut, jetzt habe ich wieder zu wenig, weil ich ja eine ganze Ebene neu einfügen musste, aber ich befestige jetzt erstmal, was ich habe. Woodframes kann ich dir ein paar geben. Wenn du welche brauchst. Ich brauche noch mehr Pfeile. Ich mache jetzt hier erstmal fertig, was ich angefangen habe. Brauchst du Planks? Also einfach nur Planks? Ach, ich habe erstmal noch ein bisschen. Ach, das sieht doch aber schon nett aus hier. Okay, ich brauche Planks. Nee, noch nicht. Ich habe noch Logs. Ja, also, in einer Minute habe ich wieder 240 Planks. Also das. Oh, ich habe ja doch noch 14. Oh, so rum. Du musst einen Rechtsklick machen, ne? Ja, Rechtsklick ich. So. Wieso kann ich die nicht? Ich hab da aus Versehen. Ich war nix. Ich muss weg. Du bist nix. Hast du Durchfall bekommen?
Nein, du hast da. Nee, doch nicht. Ich dachte schon, du hast Scheiße gebaut. Hey, wieso kann ich die nicht verstärken? Also nicht. Eigentlich solltest du halt mal rechts Maustaste einfach drauf gedrückt. Hast du Planks im Inventar oder hast du die im Crafting-Feld? Ah, ich hab's im Crafting-Table, okay. Gerade sagen, musst du Dann nicht geht das, einfach okay. hier, ne? Die Axt und dann rechtsklick? Ja, Ich will auch mal. eben. Ich will auch mal. Ah, scheiße, den falschen verstärkt. Ich würde sagen, erstmal nur die erste Stufe, ne? Meinst du mit erste die unterste oder die oberste? Du kannst die mit Planks zweimal direkt verstärken. Ach so. Das sieht dann so aus. Ja, einmal reicht, denke ich, für die erste Nacht, oder? Ja. Ja, sie. Also ich hoffe. Kann ich ja nebenbei nochmal hier, ne? So. Player for Promise Gabel died? Nein. Nee, das kommt ab und zu von früher. Früher holt uns ein. Ich will auch was machen. Ach so, ich habe gerade keinen. Ja. Hä? Ich weiß, woran es liegt. Mangel an Wood. So, ja, not enough wood. Jetzt So, schon. das ist So. doch ein hübsches Loch. Wollen wir den Boden auch noch reinzimmern? That's what he Ja, said. ich. Das ist ein schönes Loch. Ja. Achso, ich wollte jetzt eben 25 Frames machen, um Ach so, dann wenn du ein Frames Dach machst, oben drauf zu setzen. dann brauche ich keine zu machen. Ich kann einmal, ich habe einmal Scrap Iron, das ist wunderschön, ne? Oh, ich kann Aber wenn schon. ich damit durch bin, habe ich auch kein Holz mehr. Das heißt, während die craften, gehe ich noch einen Baum fällen. Ich Ich habe, habe, also ich hab noch Planks, die kann ich dir gerne irgendwo habe durchgeben, wenn du ich. willst. Ach, ist alles gut. Kannst ja schon mal eine Tür machen, zum Beispiel. Hat gerade Eine jemand akut Tür. Oh. Hunger? Ich Ja, bald. ist bei mir so durch die Hälfte der Gabel durch. Wie wir alle wissen, ist eine Gabel ja ein guter Maßstab für Hunger. Ja. Guck mal. Hunger wird in Dann Gabeln dürftest du gemessen, jetzt Johannes. Und ne? Einen. Und du gleich. Ah, okay. Dor. Mehr kann ich leider nicht anbieten. Drei Teile schön aufgeteilt für jeden eins. Ach, bei einem wird richtig nett gesagt, wie viel man, also dass man riecht. You smell. Du stinkst. Was wollte ich machen? Ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis gerade. Wir brauchen dringend Wasser. Ja. Dafür brauchen wir erstmal noch irgendwas, wo drin wir das abkochen können. Kann da jemand was? Wie? Glas habe ich eins. Ja, Glas habe ich auch, Ich aber habe wir auch brauchen ja drei noch Gläser, aber wir irgendwie brauchen halt noch einen Cooking Ach, Pot, ne? den Cooking Pot, genau. Muss man das in einem Cooking Pot machen? Ich glaube schon. Also, soweit ich das kenne, muss man das in einem Cooking. Also, Kann man man das muss nicht den einfach ins. an einem Campfire machen? Ja, genau, da muss halt der Cooking Pot in das eine Feld mit rein. Ach so, ja, gut, Ich stimmt. werde jetzt erstmal. Habe ich Grotten im Inventar? Sechs Ach, das Grotten. ist Gabel. Ja. Ich werde jetzt erstmal. Ich finde übrigens, wir. Ach, wobei, der Schlafsack kann ja eigentlich auch draußen stehen, ne? Kotten sammeln, bevor die Nacht kommt. Wenn sonst keiner macht. Ja. Cotton. Ja. Bau Cotton doch Eye da Joe. rein. Cotton-Eye-Gabel. Ja. Oh, ich finde aber immer mehr Sachen für. Oder Gabel-Eye-Joe. Das darfst du dir jetzt aussuchen, was dir lieber gefällt. Was dir lieber gefällt. Gabel-Eye-Joe. Gabel-Eye-Joe ist toll, ja. Ich stirb am Stein. Es ist wunderschön hier oben. Du stirbst am Stein? Ja, yep. Vielleicht solltest du mal zum Hornarzt gehen. Das könnte gut sein. Soll ich dich begleiten oder schaffst du es alleine? Ja, ich glaube, das Oder soll geht ich dir gerade einen noch Pfeil so. durchjagen? Dann ist auch wieder alles frei. Mal durchpusten. Ja. Ich opfere mich freiwillig. Das ist sehr nett von dir. Du opferst dich freiwillig, um Doc einen Pfeil zwischen den Ohren durchzuschießen. Ja, du siehst, wie liebenswürdig ich bin. Ich zweifle gerade noch mal so an dieser, wir sind ja Freunde-Geschichte. Ja. Dum-di-dum-di-dum. Ja, ich habe nichts gesagt. Dum-di-dum-di-dum, ich bring die heute um. Oh, hier steht ein Ich Pappkarton. schieß dir einen Ob der von Pfeil ins Amazon Hirn. kommt. Oh, Scraplet. Was? Wir brauchen dringend übrigens eine Kiste, auch in unserem Häuschen. Dann mache ich doch Sobald ich mal. das Dach fertig habe, kümmere ich mich drum. Dann aber holt dich, junger Mann. Mal gucken, ob ich genug habe. Was wollte ich Ich jetzt glaube tun? übrigens, wir haben den Tag unglaublich lange eingestellt, weil wir jetzt auch erst 15 Uhr haben. Naja, wir haben 35% Nacht eingestellt. Falls das so eingestellt ist, wie ich habe vorher gefragt. Kann es sein, dass die Nacht von alleine ein Drittel ist und du 35 Minuten Nacht eingestellt hast? Nee, sehen wir ja gleich. In 5 Folgen. So. Schwein, stirb. Scheiße. Achso, man sollte auch den Bogen laden, wenn man Ich Schwein.
hab kein Holz mehr. Mist. Schießen will. Jetzt bleib doch mal stehen, du Sack. So, also Bäume fällen, ne? Das mit dem Vorhalten klappt nicht so. Ich brauche Wasser. Ich brauche ganz dringend Wasser. Ich verdurste gleich, scheiße. Ich kann dir leider keins anbieten. Ich habe zwar eins, aber bis ich da bin, bist du wahrscheinlich tot. Wo ist mein Glas? Ich hatte doch ein Glas. Aber bloß nicht, weil sonst musst du nämlich gleich schön aufs Klo. Ja, nee, bevor ich sterbe, dann krieg ich lieber Durchfall. Ja, dann stirbst du vom Durchfall. Ich weiß nicht, was der schönere Tod ist. Das haben sich schon viele Leute gedacht. Ist mir egal, ich habe jetzt Durchfall. Dafür, you have diarrhea. Ist mir. Boah, nee. Ist echt. Eine ganz schön beschissene Situation. Ja. Ich hab einen Stein gefunden. Heutzutage darf man ja nicht mal sagen, da hat man so die Wahl zwischen Ebola und Cholera. Ne? Das ist ja jetzt auch irgendwie inzwischen politisch inkorrekter Witz. Ja, ein bisschen. So gerade aktuell zumindest. Ist ja schön, dass sie das Kreuzfahrtschiff in Mexiko gar nicht erst vor Anker gehen lassen, weil die junge Dame, die in Texas im Krankenhaus arbeitet, also eine junge Dame an Bord ist. Also bei uns hier im Nachbarlandkreis hat neulich eine auf Facebook gepostet, sie hätte Ebola. Einfach so rein spaßeshalber. Und daraufhin, ja. Da sind sie erstmal angerückt, ne? Ist dezente Panik angerückt und jetzt hat sie irgendwie wegen was auch immer auf jeden Fall ermittelt als die Polizei. Ich weiß zwar nicht genau, also was der genaue Tatbestand ist, aber. Verunsicherung gibt es das? Ja, ich weiß nicht. Also mich würde es verunsichern, wenn jemand in mein Zimmer kommt und sagt: Ey, du, ich, Ebola. Ja. Würde ich sagen: Ey, du, tschüss. Schön, dich gekannt zu haben. Ja, wirklich, also. Ach ja, ich glaube, ich sollte meinem Nachbarn auch mal vorschlagen, ob er nicht vielleicht bei was Facebook ist das? Schreiben sollte, ob er Ebola hat. Ich habe einen Schlafsack. Gleich. So, hier haben wir eine Kiste und ein Feuer. Es fehlen nur noch mehr Kotten, damit ihr auch Schlafsäcke habt. Weil wir ja nicht alle zusammen in einen passen. Genau. Wir sind doch alle total dann schlank auch und so. Dann mal Kotten sammeln. Und dann können wir aber mal was essen. Ich würde ja jetzt Hastiraden auf meinen Nachbarn losschicken, aber das gehört sich nicht. Micho? Oh, nein. Das gehört sich einfach nicht. Ich habe mich eben schon unbeliebt gemacht bei Asalta. Ich weiß schon gar nicht mehr wieso, weil so weit reicht mein Gedächtnis nicht, habe ich das Gefühl. Oh, ich habe gerade übrigens Bottled Murky Water getrunken und wisst ihr, was ich nicht bekommen habe? Die Durchfall? Ja. Doch, Menno. Du bist halt einfach zu Anfall für Durchfall. Du und deine Durchfall für durchfällig. Du bist zu Anfall für Durchfall. Alter! Wenn das nicht im anderen Haus wäre, ne? Dann würdest du jetzt schon lange rübergegangen sein. Ja. Wir haben hier drin übrigens genau Platz für zwei Schlafsäcke. Ja, ich hab schon einen, ne? Für mich. Ich würde sagen, der mit dem Durchfall muss draußen schlafen. Puh. Es kommt mir wirklich, es gab früher diese Zombieschreie, die kamen, wenn ganz viele Zombies gespawnt sind. Die kennt ihr noch, ne? Ja, die sind fies. Das klingt für mich in der leisen Variante ähnlich wie das Bohren deines Nachbarn. Ja, live ist es jetzt auch nicht geiler. Ja, das glaube ich. Also ich habe das Campfire mal kaputt gemacht. Und ich möchte dazu betonen, ich habe schon die mit so viel Liebe gebastelt. Einstellungen sehr runtergedreht von dem, was ihr von mir hört. Sonst würde ich euch nämlich die ganze Zeit nur zuschreien. Das ist nett von dir. Crafting. Hunting Rifle Stock. Wirklich? Sowas kann ich bauen? Cool. So. Also, ich möchte jetzt. Sollen wir die Schlafsäcke drin hinlegen oder draußen? Ich meine, im Prinzip können sie auch draußen liegen, oder? Ja, eigentlich ist es egal, ja. Drin brauchen wir ja nur die Sachen, die. Ja, aber drinnen ist es schöner. Ich will nicht draußen schlafen, wenn da Zombies sind. Also, ich kann meinen jetzt auch hier drin hinlegen, das ist egal, aber wir könnten drinnen den Platz wahrscheinlich für Kisten gebrauchen. Zumal wir ja, hier zu dritt nur hintereinander reinpassen und dann irgendwie, keine Ahnung. Eine Kiste habe ich ja schon hingestellt. Ich pack mal die Schlafsäcke, also meinen Schlafsack. Ich kann übrigens mal hier, guck mal. Staubsauger an, bitte. Wo geht's eigentlich nach Hause? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich habe jetzt nämlich das Feuer abgerissen, weil das Feuer können wir auch auf den normalen Boden legen. Die Schlafsäcke, ach, die sind nur ein Feld groß. Nee, die sind zwei groß. Man sieht nur einen. Okay, und wenn man die mit E wieder aufsammelt, dann, Sollen wir die jetzt draußen hinlegen oder hier drin? Hier drin kann man die jetzt nämlich so hinlegen, dass hier jetzt noch einer hinkommt vor mir. Ja, so wie meiner quasi parallel dazu auch versetzt die nächsten beiden. Dann latschen wir da zwar die ganze Zeit drüber, aber wir haben den Platz hier, weißt du? Ost. Ich sehe immer am gedrehten, jetzt habe ich den so.
So, jetzt habe ich doch, ihr habt doch, da habe ich doch. Toll, jetzt darf ich an deinen ekligen Stinkefüßen riechen? Okay, du an meinen Ja, auch. und ich wollte gerade sagen, also deine Füße sind wahrscheinlich, du hast vorhin schon angekündigt, dass du stinkst. Ja, gebt Ich eure. schnarche übrigens, aber das mit dem Schnarchen werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden. Ach, ist schon wieder Zeit. Ist schon wieder soweit, ja. Ist schon wieder soweit, ja. Das ist Meine ja so. Güte, das geht ja schnell. Also die Zeit verfliegt, ja, herrlich. Ja. Aber Deswegen wünsche dabei ist ich immer nicht mal euch. im Flugzeug, ne? Ja, Nicht darauf Wahnsinn. trinke ich gleich mal ein. Ne? Prost. Time flies like an arrow, fruit flies like a banana. Wie man so schön sagt. Ja, was? Ja, wenn du das meinst, dann glaube ich dir das jetzt mal. Ich wollte Ich dir schließe eigentlich. uns jetzt mal hier ein und was zwischen den Folgen passiert, das verrate ich nicht. Oh, Ja, das ist. das ist aber. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao.